Grüß Gott, Herr Weihbischof Dr. Dick. Ich freue mich, Sie heute zur 10. Folge über das apostolische Glaubensbekenntnis begrüßen zu dürfen, in der es heute um die katholische Kirche und die Gemeinschaft der Heiligen gehen soll. Es wird ja immer mal von vielleicht nicht ganz so kirchennahen Kreisen gesagt, Christus ja, Kirche nein. Geht das? Das geht in sich allein nicht, weil wir von Kirche in der Kirche nur den Zugang zu Christus haben. Woher wissen wir, was Christus gesagt hat oder was? Dann sagt man immer die Heilige Schrift, ja, aber das hat die Kirche ausgewählt, um zu sagen, wo wir das Richtige auch von der Botschaft Christi erfahren dürfen. Nicht? Das ist also genauso, wie wenn ich sagen würde, Licht ja, aber also künstliches Licht ja, aber Elektrizität bitte nicht. Was heißt eigentlich Kirche? Ja, die Kirche ist zunächst einmal das, was im Glaubensbekenntnis deutlich wird. Wir haben ja gesprochen, ich glaube an den Heiligen Geist, und dann kommt ein Komma. Die Heilige Katholische Kirche, normal Komma, Gemeinschaft der Heiligen. Hier ist eine Gesamtaussage gesagt, ich glaube an den Heiligen Geist, und wo wirkt er sich aus? Eben in der Kirche Jesu Christi. Das ist natürlich eine Herausforderung. Die muss man als erstes mal begreifen, dass die Kirche eben eine göttliche Bestimmtheit hat. Das Konzil hat gesagt, die Kirche ist sozusagen ein allumfassendes Gesamtsakrament. Sakramente sind die menschlich vorgegebenen Zeichen und Worte auf der einen Seite und die göttlichen Inhalte auf der anderen Seite. Und so ist auch die Kirche mit einer menschlichen Gestalt, übermittelt aber den entscheidenden Gottesbezug, oder sagen wir noch deutlicher, sie ist der fortlebende Christus dieser göttlichen Seite nach. Und deshalb können wir gar nichts anderes eben feststellen, was Christus ist, erst recht, das haben ja unsere bisherigen Überlegungen auch wohl schon deutlich gemacht, wenn wir genau fragen, was ist darunter gemeint, wer Christus ist, Gott und Mensch und so weiter, das ist alles Auswirkung eben des Heiligen Geistes, der in der Kirche sich meldet. Übrigens nicht nur im Lehramt der Kirche, nicht wie man oft meint, nein, sondern die Gemeinschaft der Gläubigen hält die Wahrheit fest im Heiligen Geist. Wenn man dann aber fragt, ja und wie sieht diese Gemeinschaft aus, dann steht im Konzil sehr deutlich ausgemacht, das ist die Gemeinschaft der Gläubigen, die sich vom Lehramt leiten lässt. Dann trägt sie es richtig durch. Das klingt für mich jetzt ein bisschen wie, es gibt eine abstrakte Kirche, einen abstrakten Begriff von Kirche und einen Begriff Kirche als Gemeinde. Ja. Sind das zwei unterschiedliche Sachen und wie gehören die zusammen? Nein, das ist dasselbe wie bei Christus selbst. Es gibt die göttliche Natur in Christus und die menschliche Natur. Beides in einer Person verbunden. So gibt es die sichtbare Seite der Kirche als eine menschliche Institution und es gibt die göttliche, gnadenhafte Seite der Kirche, in der wir mit Hilfe der Kirche eben zu Christus in unseren Bezug leben dürfen und ihn auch erleben können, eben in der Gnadenzuwendung, etwa in den Sakramenten. Die Kirche ist ja ganz offensichtlich, das erleben wir ja gerade aktuell auch, voller Sünder und voller Sünde dementsprechend auch. Andererseits wird sie aber auch als Leib Christi bezeichnet. Das passt ja nicht so ganz zusammen. Wie kann denn der Leib Christi mit voll von Sünden und Sünde sein? Ja, weil da eben der Unterschied zu Christus gleichzeitig sagt, dass die Kirche als menschliche Institution eben nicht in einer personalen Union steht mit ihrem göttlichen Inhalt, nicht, sondern dass hier die menschliche Seite unterstützt wird durch den Heiligen Geist und nur im Heiligen Geist auch Menschen sozusagen das Sprachrohr sein können. Das ist der Unterschied zu Christus.
Da stellt sich dann die Frage, warum hat Christus denn die menschliche Übermittlung überhaupt gewollt? Unser Erzbischof hat ja gerade in einer der letzten Predigten mal gesagt, dass er sich darüber mit dem Heiligen Vater unterhalten hat, nicht? Und gesagt hat, es wäre doch besser gewesen, Christus hätte sein Wort und dies weiterreichen Engeln überlassen und nicht sündhaften Menschen. Ja, und da aber, dann kommt es eben gerade darauf an, dass man sich in Dienst nehmen lässt, wenn man in der Kirche einen Auftrag hat, und den hat jeder Getaufte, um sich dann zu sagen, gut, ich muss mich auf den Heiligen Geist stützen, dass ich die Aufgabe erfüllen kann. Offensichtlich war es die Absicht Jesu, dass er diese Menschen deshalb in Anspruch nimmt, weil er das Weiterreichen auch auf menschliche Weise sichern wollte. Er hat ihnen gesagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Das Zeugnis ist das Instrument, wie weit der Glaube weitergereicht werden kann. Oder in unserer Sprache gesagt, Überzeugte sollen eben alles tun, um auch andere zu überzeugen. Trotzdem ist es, finde ich, schwierig zu verstehen, wie in der Kirche, der Institution, der Braut des Heiligen Geistes, wie sie ja auch genannt wird, immer wieder solche so schwere Verfehlungen vorkommen, wie sie ja in der Geschichte immer wieder ersichtlich sind oder jetzt auch in letzter Zeit die Missbrauchsfälle, wenn man sich sowas anguckt. Wie ist das zu vereinen? Wie kann man das verstehen, dass es auf einer Seite die Braut Christi ist und auf der anderen Seite so weltlich ist oder weltlich im Sinne von sündhaft auch vielleicht? Ja, das ist zu unserem Heil gedacht. Wenn Sünder nicht in der Kirche sein dürften, müssten wir zwei ja auch noch austreten, ich jedenfalls. Das ist eben das, dass er Sünder haben will drin. Und natürlich die Gnadenhilfe, auch immer wieder aus der Sünde rauszukommen. Deshalb Gemeinschaft der Heiligen. Heilig heißt unmittelbar zu Gott hin leben können. Und diese Heiligkeit wird eben hergestellt, was man früher im Katechismus deutlich sagte, die heiligmachende Gnade, die durch jedes Sakrament vermittelt wird. Heilig machen, das sind wir vor Gott. Und immer wieder kann das wieder entsprechend hergestellt werden. Fast scheint es so, als habe Christus ganz bewusst provozieren wollen, damit wir es nicht auf Menschliches setzen, was da geschieht, indem er den größten Versager, nächst Judas, zu dem ersten der Apostel gemacht hat, dem erstrangigen der Apostel, den Petrus. Es gibt in der Heiligen Schrift diese Szene, wo Jesus zu Petrus sagt, du bist Petrus, der Fels, und auf dich will ich meine Kirche bauen. Kann man das so als Startpunkt für die Gründung oder die Gründung der Kirche sehen, oder ist das ein Prozess, der sich entwickelt? Naja, das ist natürlich, das ist ja auch ein Wort, das noch längst vor dem Versagen des Petrus gesprochen wurde, vor der Verleugnung. Und nachher hat ja der Auferstandene nochmal eben gesagt, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Das ist in der Tat erst richtig durchgebrochen, sozusagen, durchführbar gewesen, als der Heilige Geist zu Pfingsten eben hier in diese Kirche, zunächst also in auch die Gemeinschaft der Apostel, seine göttliche Kraft hineingegeben hat. Das heißt, es war schon ein Willensakt, sage ich jetzt mal, von Jesus, wirklich eine Kirche zu gründen. Ja, also das zu bestreiten, ist natürlich die Quelle vieler, vieler heute gängiger, irriger Meinungen. Jesus habe die Kirche gar nicht gewollt. Wenn man das sagt, dann sollten wir direkt auch sagen, dann wissen wir nichts mehr über Christus. Was kann man in diesem Verhältnis als Kirche bezeichnen? Also da fragt sich natürlich, wenn man sagt, okay, er wollte eine Kirche gründen, muss man dann auch fragen, was verstand er darunter, unter einer Kirche? Verstand er da dieses, sage ich jetzt mal, riesige Konstrukt von Ämtern und Menschen? Oder kann er sich das auch ganz anders vorgestellt haben? Anders vorgestellt haben kann er es nicht, sonst hätte er es anders begründet, dass die Geschichte nicht so läuft, wie sie gelaufen ist. Das ist also einfach mal festzustellen. Und man darf Christus nicht unterschreiben, dass er überrascht worden sei
über das, was sich im Laufe der Kirchengeschichte getan hat. Nein, er hat eben immer den Bezug zu sich ganz deutlich werden lassen und hat eben gleichzeitig deutlich gemacht, dass wir in unserem Christusbezug nicht abhängig sind von der Heiligkeit der Übermittler. Das war natürlich auch ein Vorgang. Man hat sich ja in der alten Kirche schon gefragt, nicht wahr, kann zum Beispiel ein Irrgläubiger, also ein Nichtkatholik, ein Donatist, der aber doch Christ ist, kann der gültig taufen? Aber wir sind ja beim letzten Mal schon drauf gekommen, das kann so ja jeder Ungetaufte im Notfall eben das Sakrament spenden. Das muss man sich erst mal klar machen. Es darf nichts auf Kosten dessen gehen, der die Botschaft und die Gnadenvermittlung erhalten soll. Ich möchte mal zurückkommen auf den Begriff der Kirche. Woher kommt der Begriff und was bedeutet das? Ja, der Kirche, das ist also die Ekklesia. Das ist also ein Wort, das auch schon im Alten Testament anwendbar ist auf das Volk Gottes. In dem Sinne sind eigentlich wörtlich die Herausgerufenen, die also eine neue Gemeinschaft bilden sollen und können. Und das hat sich eben in unserem deutschen Wort sehr schön deutlich gemacht, denn Kirche ist ja die Kyriakä, das ist die dem Herrn, dem Kyrios, zugeordnete Gemeinschaft. Kann es da mehrere Kirchen geben oder gibt es nur die eine Kirche? Es gibt natürlich nur die eine Kirche, denn es gibt nur den einen Christus. Die Ausformung der Kirche allerdings kann, und das ist ja gerade noch wieder durch ein besonderes Dokument der Glaubenskongregation deutlich gemacht worden, kann in verschiedener Weise, sagen wir mal, sich ausprägen. Papst Paul VI. Hat den schönen Vergleich gebracht, wenn ich einen Stein werfe in einen Teich meinetwegen, dann sind die unmittelbar dem Steinwurf zugeordneten Wellen noch ganz groß und dann, je weiter zum Rand hin, desto undeutlicher wird es. Und so hat man eben dann auch von der Seite jetzt hier der Klärung, was ist Kirche, feststellen können, es gibt also wirklich die Zugehörigkeit zur Kirche in ihrer Fülle, das ist die katholische Kirche. Und abgewandelt dann mit etwas sozusagen Einschränkungen, etwa die orthodoxe Kirche. Aber die, die dann noch weiter weg sind, reformatorische Gemeinschaften, die hat man dann sehr schön kirchliche Gemeinschaften genannt. Denn Kirche als solches wollen die so auch nicht sein, wie wir es sind. Die halten die Kirche in ihrer äußeren Gestalt ganz für menschlich. Während wir sagen, nein, wie die Sakramente gebunden sind an äußere Zeichen, so ist die Kirche Jesu Christi in ihrer gnadenhaften Bedeutung gebunden an äußere Formen. Nämlich, sie ist eine apostolische Kirche und deshalb mit den Nachfolgern der Apostel, inklusive dem heiligen Petrus, eben jetzt wirklich geprägt. Im großen Glaubensbekenntnis heißt es ja die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Vielleicht können Sie die Begriffe mal kurz erklären. Ja, die eine Kirche, das ist eben schon mit deiner Frage deutlich geworden. Es kann nicht mehrere gleichrangige Kirchen als solche geben, obwohl im Sprachgebrauch wir außer der Gesamtkirche auch jeweils die Ortskirche kennen. Das ist das Bistum, nicht? Das ist eine andere Bedeutung. Man kann also sagen, die Kirche von Köln, die Kirche von Rom, die Kirche von Warschau, nicht wahr? Aber das ist eben bewusst Teilkirche, während die Kirche als Ganzes eben die eine ist, die eben alle einzelnen Ortskirchen zusammenfügt. Und dann eine Heilige, das ist das, was wir eben sagten, die Kirche ist immer heilig, weil in ihr heilige Inhalte vermittelt werden, und zwar für den Einzelnen. Nicht? Die ersten Christen haben sich ja auch gerne die Heiligen genannt oder wurden so angeredet, nicht weil die ohne Sünde gewesen wären, sondern weil sie eben sahen, wir sind als solche,
als Christen schon in dieser unmittelbaren Gottesnähe, die man also als heilig bezeichnet. Und es war gerade etwa unser heiliger Vater, der eben dann die Jugendlichen zum Beispiel bei seinem Deutschlandbesuch in Freiburg darauf hingewiesen hat und hat gesagt, ihr seid heilig. Ihr müsst nur werden das, was ihr seid. Das ist also richtig hier zu erkennen. Heilig sein ist ein Merkmal der Kirche und der Einzelne soll sorgen, dass er dem möglichst entspricht. Und wenn ich kurz einwerfen darf, was ist denn dann die Gemeinschaft der Heiligen? Ja, die Gemeinschaft der Heiligen ist, dass diese vielen, vielen in der Kirche, also auch in der Vergangenheit gelebt Habenden und wir heute und wir über die ganze Welt verteilt, doch eine letzte innere Gemeinsamkeit bilden. Und das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Unser Sprachgebrauch macht es da nur etwas schwierig, weil wir gewohnt sind, von Heiligen zu sprechen, wenn sie in der Verlendung bei Gott sind. Die Heiligenverehrung zum Beispiel, das bringt diese eine der sogenannten triumphierenden Kirche in den Blick. Aber Kirche sind wir alle auch in dieser Kennzeichnung Heilige zu sein, dass wir Gemeinschaft, man könnte einfach sagen, aller Gläubigen Christen bilden und deshalb in einer inneren Gemeinsamkeit sind, die größer ist als zum Beispiel familiäre Gemeinschaft, nicht? Zu der wir auch im Menschlichen miteinander verbunden sind, aber die Verbundenheit auch, was weiß ich, mit den auf Feuerland lebenden Christen, nicht wahr? Die ist größer als die Verbundenheit zu meinen Vettern und Cousinen. Weil sie eine Verbundenheit in Gott ist. Ich hatte Sie vorhin unterbrochen, Sie wollten nach apostolisch und katholisch erklären. Ja, katholisch ist eigentlich dem Ursprungswort nach eben allumfassend, ist später dann zur Bezeichnung geworden gegenüber den Evangelischen. Und wir sind genauso evangelisch, wenn es Evangeliumsbezug heißt, sondern man hat es nur zur Kennzeichnung, also verschiedener Konfessionen, so gebraucht. Es ist auch üblich, dass etwa die evangelischen Christen, die ja auch das Glaubensbekenntnis genauso kennen, lieber dann sagen die christliche Kirche. Und dann kommt apostolisch, und das habe ich eben schon erklärt, weil eben die Struktur nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich eben in der Kirche auf diesem Apostelamt fundiert. Das Innerste ist, dass die Apostel die ursprünglichen Offenbarungsvermittler sind, nämlich, so kann man dann sagen, mit dem Tod des letzten Apostel gibt es keine wesentliche Glaubensvermittlung mehr, die darüber hinausgeht, während die Nachfolger der Apostel eben nicht mehr die Zeugen ursprünglich sind, sondern die Tradenten. Die müssen sorgen, dass das, was bezeugt wurde, auch in der Vermittlung weiter bezeugt wird. Herr Bischof, es gibt da noch eine Frage, welche Rolle denn die Moral in der Kirche spielt. Manchmal wird ja das so ein bisschen als die Hauptaufgabe sozusagen der Kirche gesehen, die Moral zu verwalten. Kann man die Kirche als eine Verwalterin der Moral ansehen oder welchen Stellenwert hat die Moral im christlichen Glauben? Die Moral ist eigentlich das, was sich als Umsetzung des Glaubens für das Leben jetzt hier geradezu aufdrängt und aufzwingt. Ich kann eben nicht glauben, dass jeder Mensch ein von Gott gewollter und gewillter ist und gleichzeitig zum Beispiel eine Abtreibung jetzt befürworten. Das war übrigens interessanterweise auch das Kennzeichen der Christen, dass sie sich gegenüber der anderen Gesellschaft dadurch auszeichneten, dass sie bis in den Tod hinein ihrem Glauben treu blieben. Eine Überzeugungsfrage. Kann man auch sagen, das ist auch die moralische Frage. Darf ich irgendwann mal meinen Glauben verleugnen? Und das Zweite, dass Kinder nicht abtrieben. Nicht? Das hat so Eindruck gemacht.
Wenn wir das auf die heutige Problematik überstellen, dann sehen wir mal, was da eigentlich für ein Stellenwert hintersteht. Generell gilt natürlich, dass die Moral eben nur einfach die konkrete Anweisung ist, wie ich lebe, nicht? Denn das Hauptgebot ist das Gebot der Liebe, das heißt eine Stellungnahme, die ihre Konsequenzen hat. Und deshalb muss die Kirche, wenn uns überhaupt der Christusbezug was bedeutet, eben auch mitgeben, was ist denn richtig und was ist falsch. Und das ist dann keineswegs nur der Papst, der sagen kann, sondern das ist die Lehre der Kirche insgesamt, die mir übermittelt wird, schließlich bei jeder Predigt, wenn sie gut ist, bei jedem Beichtgespräch, wenn es gut ist, nicht? Und insgesamt, das wäre noch ein großer Vorteil, bei jeder Religionsunterrichtsstunde, nicht? Wird eben nicht nur theoretisch was vermittelt, sondern eben praktischer Hinweis, wie soll es gehen. Deshalb hat auch das Erste Vatikanische Konzil zum Beispiel gesagt, diese Unfehlbarkeit, die der Kirche zukommt, kommt eben dem zu, was eben zu glauben, als Tatsache zu übermitteln, und was im Leben zu verwirklichen ist. Das ist hier ganz entscheidend. Für heute sehr interessant, dass man etwas erfunden hat, was schon der gute englische Konvertitenkardinal Newman angeprangert hat, dass man nämlich gegenüber der Moralpredigt, sagen wir es jetzt mal einfach, der Kirche, nicht, als Gegensatzinstitution das Gewissen nennt. Und das ist genau einer der großen Irrtümer, denn das Gewissen ist keine andere Funktion als die mir als zuständig jetzt überbrachte Weisung eben persönlich umzusetzen bzw. anzuwenden. Sind die Heiligen dann die, die die Moral perfekt erfüllt haben, die immer alles richtig gemacht haben? Nein, also das ist genau eben das Missverständnis. Wenn man die Heiligen im Sinne eben der im Himmel Vollendeten nimmt, dann sind es gerade solche, ich würde es jetzt mal einfach sagen, deren Bilanz schließlich also diese besondere Christusdeutlichkeit macht. Das kann eben, wie beim heiligen Augustinus, nicht wahr, bedeuten, dass ein total anderes Leben geführt wird. Das kann natürlich auch bedeuten, dass einer von klein auf also so im Glauben steht, dass er Zeuge sein kann. Das ist ja in unseren Tagen unter Johannes Paul II. Das erste Mal gewesen, dass Kinder selig gesprochen wurden, nämlich die Seherkinder von Fatima. Dann gibt es ja in der Kirche nicht nur Heilige, wie wir schon vorhin angesprochen haben, sondern eben auch viele Fehler. Und gerade auch im Blick auf die ganzen Verfehlungen der Kirche stellt sich dann die Frage, kann man die Kirche lieben? Ja, die Frage ist anders zu stellen. Wir müssen die Kirche lieben, sonst kapieren wir nämlich nicht, was sie ist. Punkt aus. So viel wie einer die Kirche liebt, so viel hat er den Heiligen Geist. Ich habe schon mal den heiligen Augustinus genommen. Dann muss ich aber Kirche im richtigen Sinn sehen, nicht? Also, weil sie wirklich diese Übermittlerin ist. Nicht? Ich kann nicht die Entgegennahme, sagen wir mal, einer großen Geldsumme entgegennehmen und sagen, aber der Geldbriefträger, der soll mir nicht unter die Augen kommen. Das geht nicht. Vielen Dank, Herr Weihbischof, dass Sie uns die katholische Kirche und die Gemeinschaft der Heiligen so deutlich näher gebracht haben. Das nächste Mal geht es dann um die Vergebung der Sünden. Liebe Zuschauer.